Visual Basic Tonaufnahme Videoaufnahme Programmieren oder die seltsam kennt sie heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit wenig Codes eine Tonaufnahme oder eine Videoaufnahme in Visual Basic programmieren. Mit Excel VB können Sie das genauso machen. Es sind nur wenig Codezeilen erforderlich, die ich nachstehend zum Nachbau hier einschreiben werde bzw. den Code können Sie sich auch im Forum http://utbagbrumbi.blogspot.com herauskopieren. Hiermit können Sie zum Beispiel die Songs vom Internetradio aufnehmen, den Ton von Filmen und so weiter, alles ist möglich. Hier nun der Source Code für Tonaufnahme private der klare Funktion mcsend-lib, WinDLL, alias, mcsend-ga, bywipes-command, astring, bywipes-return-string, astring, bywal-o-return-lengt as integer, bywal-hafend-callback as integer, private Subknopf Tonaufnahme, klick, bywal-sender as system object, bywal-e as system eventags, handlis Knopf Tonaufnahme klick. Tonaufnehmen Knopf Tonaufnahme Text gleich. Aufnahme läuft. Knopf Tonaufnahme beenden Enablet gleich True Knopf Tonaufnahme abspielen Enablet gleich falls im Season String. Und New Type WAV Audio alias Retschund 00 im Season String. Record Retschund 00 N Sub. Private Sub Knopf Tonaufnahme beenden Klick. Bywal Sender As System Object. Bywal E As System Eventags. Handlis Knopf Tonaufnahme beenden Klick Tonaufnahme stoppen Knopf Tonaufnahme Text gleich Aufnahme Knopf Tonaufnahme abspielen Enablet gleich True Directory Create Directory C 1 Season String C Retschund C 1 Tonaufnahme Datei WAV 00 Season String Close Retschund 00 MSG BOX erstellt im Verzeichnis C 1 Tonaufnahme Datei WAV My Computer Audio Stop NSU private Sub Knopf Tonaufnahme abspielen Klick Bywal Sender As System Object Bywal E As System Eventags Handlis Knopf Tonaufnahme abspielen Klick Aufnahme Wiedergabe Knopf Tonaufnahme Text gleich Aufnahme Knopf Tonaufnahme beenden Enablet gleichfalls My Computer Audio Play C 1 Tonaufnahme Datei WAV Audio Play Mode Background NSUB Visual Basic Tonaufnahme Videoaufnahme Programmieren oder die seltsam kennt sie heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit wenig Codes eine Tonaufnahme oder eine Videoaufnahme in Visual Basic programmieren. Mit Excel VB können Sie das genauso machen. Es sind nur wenig Codezeilen erforderlich, die ich nachstehend zum Nachbau hier einschreiben werde bzw. den Code können Sie sich auch im Forum http://utbagbrumbi.blogspot.com herauskopieren. Hiermit können Sie zum Beispiel die Songs vom Internetradio aufnehmen, den Ton von Filmen und so weiter, alles ist möglich. Hier nun der Source Code für Tonaufnahme private der klare Funktion mcsend-lib, WinDLL, alias, mcsend-ga, bywipes-command, astring, bywipes-return-string, astring, bywal-o-return-lengt as integer, bywal-hafend-callback as integer, private Subknopf Tonaufnahme, klick, bywal-sender as system object, bywal-e as system eventags, handlis Knopf Tonaufnahme klick. Tonaufnehmen Knopf Tonaufnahme Text gleich. Aufnahme läuft. Knopf Tonaufnahme beenden Enablet gleich True Knopf Tonaufnahme abspielen Enablet gleich falls im Season String. Und New Type WAV Audio alias Retschund 00 im Season String. Record Retschund 00 N Sub. Private Sub Knopf Tonaufnahme beenden Klick. Bywal Sender As System Object. Bywal E As System Eventags. Handlis Knopf Tonaufnahme beenden Klick Tonaufnahme stoppen Knopf Tonaufnahme Text gleich Aufnahme Knopf Tonaufnahme abspielen Enablet gleich True Directory Create Directory C 1 Season String C Retschund C 1 Tonaufnahme Datei WAV 00 Season String Close Retschund 00 MSG BOX erstellt im Verzeichnis C
1. Tonaufnahmedatei WAV, My Computer Audio Stop, NSU Private Sub. Knopf Tonaufnahme abspielen, Klick, Bühwahl Sender As System Object, Bühwahl E As System Eventags, Handlis Knopf Tonaufnahme abspielen, Klick Aufnahme Wiedergabe Knopf Tonaufnahme Text gleich, Aufnahme, Knopf Tonaufnahme beenden Enablet gleichfalls My Computer Audio Play, C. 1. Tonaufnahmedatei WAV, Audio Play Mode Background, NSUB,